Moin mit da und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Versuche Nummer 2 für diesen Part. Ja, wir wollen hier hin heute. Und die Aufgabe, die wir vor ungefähr 3 Parts oder so angefangen haben, nämlich diese Jägerloge fertig zu bringen, den Leuten zu beweisen, dass wir worthy sind, indem wir denen die Trophäen mitbringen. Das wollten wir schaffen. Ja, das wollten wir endlich endlich hinter uns bringen. Und genau, das ist mein zweiter Versuch, diesen Part aufzunehmen, weil ich habe mich einfach beim ersten Mal so extrem dämlich angestellt, dass ich mir dachte, fuck it, du startest das jetzt neu. Und ihr werdet jetzt nie zu Gesicht bekommen, wie ich einfach den schlechtesten Versuch hatte, dieses Vieh umzubringen. Diese Viecher umzubringen. Und das gleich zweimal. Beim zweiten Mal war ich dann eben so, okay, wisst ihr was, fuck it, ich starte diesen Part neu. Das ist einfach dämlich. Das war eine extrem schlechte Leistung von mir. Aber jetzt können wir es besser machen. So, hier sind solche Boys. Wow! Schön leise jetzt. Die sind ein bisschen ätzend. Oh nein. So. Okay. So, hier sind apparently 3 Stück. Und wir brauchen nur 2. Ich würde behaupten, das ist gut für uns. Weil jetzt können wir einfach einen von denen quasi auf unsere Seite bringen. Und ich sag's mal, das habe ich eben nicht gemacht. Aber ich habe eben bemerkt, dass wir die Viecher überbrücken können. Was ja wohl übel geil ist. Zack. Ha! So. Kannst du mir folgen? Der hat wieder seinen ganz eigenen Kopf hier, ich sehe es schon. Naja, was auf jeden Fall auch funktioniert. Ich glaube, das können wir auch bei dem hier machen. Nicht mehr den Arsch zu strecken. Ich werde tun, was ich tun muss. Huch! Oh, das findet er gar nicht gut. Verständlich, aber so. Auf jeden Fall hat der einfach. Okay, wow, das war ein Schlacht, der hat gesessen. Huch, was macht der denn? Aber wo ist denn der andere Dude? Weh, du machst es nochmal. Ich hab gesagt, wehe, du machst es nochmal. Hallo? Kann ich dem ausweichen? Naja, kann ich den. Nee.
okay. Aber ich kann ihn hier rum. Ich kann ihn hier rum. Ja. So. Und jetzt. I'm gonna mess you up. So. Warte, warum? Was macht ihr da? Hä? Warum greifen die mich einfach an? Und auf jeden Fall, das ist ja mal die geilste Waffe ever, oder? Hä, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was soll das? Na egal, auf jeden Fall. Na, es lief besser als eben. Ja, das lief besser als eben. Okay, reden wir nicht drüber. Sie geben auf. Einfach Banditen an. Weißt du, ich dachte, die wollen mir helfen oder so, aber nö, die hassen mich einfach. So. Ich glaube, damit habe ich alle. So, na, da ist noch. Ach, das ist ein. So, aber. Was ich wirklich interessant finde. Ja, da. What the fuck? Was ist das hier? Oh, schön. Einfach diese Kisten. Und die stehen hier einfach en masse. Also, danke, aber. Aber warum stehen die hier? So, was soll das? Na gut. Dann. Da das jetzt einfach mal geklappt hat. Endlich. Gott, das hat mich eben mit aufgeregt. Was für eine Dummheit, wie unvorsichtig ich einfach da rangegangen bin. So, dass das nichts werden konnte, das war echt von Anfang an klar quasi. Deswegen, also super weird. So, dann. Ist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. 8 von 30. Ja, die gucken wir uns später an. So. Und da ist noch eine Aufgabe. Interesting. Da geht's nicht so steil runter. Schon. Genau, einfach abrollen. Wenn man abrollt, kann man keinen Schaden erleiden. Das ist ja bekannt. So. Ja, schauen wir einmal kurz hin, ja. Du? Was ist passiert? Herr Kurt! Hol Hilfe für Scheuerfels. Die Grauhabichte kommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Ui. Grenzsiedlung des Scheuerfels wird von Grauhabichten angegriffen. Da hinten. Ach, okay. Aber wir gucken erst nach dem
Prioritäten, ja? Prioritäten. Ja, und dann gehen wir zu Scheuerfels. Ist okay. Das scheint hier ja relativ erstmal schön zu sein, aber zweitens auch nah dran. Müssen nur ein paar Mal hochspringen, also. Für mich ist es hier super entspannt. Was macht so ein Habwicht hier? Oh Mädel, verpiss dich. Ich gehe mal noch einen höher. Aus Vorsichtsmaßnahmen. Damit, falls ich... Damit ich nicht zu niedrig sein kann. Tada! Genau richtig. Banuk-Figur Z3. Tektuk, ich kann diese Glyphen nur schreiben, weil du sie niemals lesen wirst. Nach lebenslanger Sehnsucht verbrachte ich nur eine einzige Nacht mit Ili, deiner Mutter. Eine Erinnerung, die ich in Ehren hielt. Doch sie schmähte sie. Die glühenden Kohlen der Schuld brannten in ihrem Leib. Und so frage ich mich, kam ihre Schuld ans Licht in der Nacht, als unser Häuptling Signak umgebracht wurde? Hat er die Wahrheit herausgefunden? War sie gezwungen, sie zu verteidigen? Wäre ich nur dort gewesen, um mich zwischen sie zu stellen und den Schlag tatsächlich auszuführen, für den ich bestraft wurde? Wenigstens wäre ich dann ihr Streiter gewesen und der Vater, den du verdienst, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Ich male dieses Zeichen mit ewigem Bedauern und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Oh Mann. Wow, man kann hier echt... Hier geht's runter. Hier geht's runter. Du hast die... Egal, dann lasset uns zu Scheuerfels. Nach Scheuerfels. Entdeckt habe ich die jetzt wirklich noch nicht, aber... Naja. Wir müssen übrigens Waschbären und Mäuse killen. Ja? Waschbären und Mäuse. Würde ich am liebsten in Ruhe lassen. Keine Lust jetzt auf solche Random-Kämpfe. Ah. Oh, wow. Das hier muss Scheuerfels sein. Uff. Dass die alle verbrennen. Ups. Oh nein. Unsere Feuerpfeile sind so gut, ey. So.
Was mit dir? Oh ja. So. Hey! Why you no burning? So. Aber sieht doch schon mal besser aus als eben, ja? Wenn du jetzt auch noch tot bist. Ein letzter Vogel ist noch da. Position, verdammt! Was hat die Grauhabichte dazu gebracht, anzugreifen? Ich sollte mit der Person sprechen, die hier das Sagen hat. Also, Leute, ganz kurz. Feuerpfeile, ne? Ist schon mal... Klappt. Feuerpfeile klappen. So. Ich glaube, ich habe hier alles. Ist es jetzt vorbei? Alter. Hier sieht's aus. Game of Thrones mäßig. Hast du irgendwas Cooles für mich? Schattenrassler, echt jetzt. Naja. Ich verkauf mal. Den hier. Ja, das war ein Bummer, aber... Na gut, ist schon okay, I guess. So. Oh, wir haben jetzt ein Kristallgeflecht. Unser Pfeilbrecher. Ich weiß nicht, ob ich das haben will, um ehrlich zu sein. Und es Schattenspringschleuder, aber wir haben immer noch kein Lanzenhornherz, also macht das auch keinen Unterschied. Oh, wie sieht es eigentlich hier mit der Kapazität aus? Das dachte ich mir nämlich. Aber ich sehe Stuff, den man gegen Metallscherben verkaufen kann. Widerstandstränke. Die stelle ich ja eh meistens nicht her, oder? Also, ich glaube, von denen kann ich doch noch ein paar mehr wegballern. Jetzt von den Lohn und denen hier, die ich ja echt brauche. Jetzt nicht, ist schon okay. So. Aber sonst. Well. Das glaubst du oder nicht? Wir brauchen dich. So, können jetzt nämlich ganz viel Tragekapazitätszeug herstellen. Rattenknochen. Truthahnhaut. Ich glaube für die hier. Waschbärhaut. Waschbärknochen. Truthahn, Ratten. Also Waschbären, Truthahn, Ratten. Das ist jetzt... Wir sind erschöpft. Das war schon die dritte Schar heute. What? Also die greifen öfter an, oder was? Geil. Wie soll man offiziell hier hochkommen, bitte? Oh. So. Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten.
Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhabichte herlockt? Ich habe übrigens gerade den Greenscreen hochgezogen hinter mir, weil das Licht ein bisschen... Wollt ihr jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außer am Nutzenschrott. Nicht wie die Kaja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Kaja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Kaja hier was liegen lassen würde, würde ich sie mir in den Hals stecken. Warum glaubst du, dass Kaja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Kaja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie locken die Kaja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Kaja stoßen. Also er hat keine Ahnung. Was ist deine Aufgabe hier? Bürgermeister, ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen, wenn wir die Grauhabichte los sind. Du findest ihn südlich von hier, am Flussufer. Verdammter Narr, wie blöd, der Trottel. Danke, dass du am Ende bei ihm warst. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Kaja dahinter steckt. Na, wenn das so ist. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht lockt das die Grauhabichte an. Geh aus! Geh aus! Na, my boy. Was machst du da? Bei der Sonne! Es geht nicht aus! Was ist das? Ich hab's nicht gebaut. Es lag in einer alten Werkstatt. Was immer es ist, seit es eingeschaltet ist, greifen die Habichte an. Ich weiß nicht, wie ich es stoppen kann. So, das war's wohl. Jetzt rede. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Gute Idee. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Sie ist richtig biss. Ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg. Aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen, während wir voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch, es könnte noch eins da sein und Schrecken verbreiten wollen.
Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgrat, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Jesus Christ, Alter, was ist mit dir los? Was ein weirder Dude. Dieser Kaja sagte, die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Ja, der sagt viel, wenn der Tag lang ist anscheinend. Manchmal haben die diesen... die Feuer hier echt interessant platziert. Naja. Bedankt euch bei dem Experten. Das ist so cool hier, ne? Diese Holzkonstruktion, ich finde es sehr schön. Na gut, dann lass uns da noch hin. Egal was passiert, wir machen heute noch die verdorbene Zone. Und wenn das ein 2.500 Stunden Part wird. Ach, da oben war die Kette. Okay. So. Das auch. Da merke ich mittlerweile viel Fertigkeiten, Ja, das wollte ich mir holen, ne? Den stillen Sprint. Aber das hier eigentlich auch. Ach komm, ich hole mir das erstmal. Doppelter Medizinbeutel ist gut. Der ist zwar eh nicht ganz voll bei mir, aber egal. Oh Gott, oh Gott. Hier ist mehr los, als ich dachte. Da müssen wir hin. Man könnte natürlich auch einen unauffälligeren Weg gehen. Hier oben lang. Ah, schön ruhig. Ja, finde ich gut. Sehr schön. Das ist doch entspannt, oder? Jetzt sind wir schön an denen vorbei. So, also, ach, hier geht's auch. Na, ja, da ist bestimmt später noch was. Nee, wir wollen... und doch erstmal hier rüber. Überall Maschinen, ey, Hilfe. Wir müssen uns hier nur schnell... Ich sehe nichts.
Na toll. Leave me alone, guys. Also, Aloy ist mittlerweile echt entspannt, ja. Muss man ja mal sagen, die wird hier gerade... richtig gejagt. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Oh, komm ich hier hoch? Ohne dass die mich da runterschmeißen. Ach Leute, verpisst euch. Das ist nur der eine da, oder was? Der muckt auf. Komm, ey. Auf dein scheiß Leben klar. Hier ist das Lager des Wühlers. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein, wenn ich um die Lawine herumkomme. Okay. Ach da. Irgendjemand war schon so nett und hat das ange... angezeichnet, angemalt, dass man weiß, okay. Weiß, wo man hin muss. Jetzt die andere Seite, oder? Jetzt hier weiter. Mensch. Was macht denn so einer hier? Der Gegner hat mich im Visier. Greife ich denn so an? Warum nehme ich nicht den hier? Zack. Warum nehme ich nicht sowas? Mensch, ey, diese geht. Die sind überall. Ich bin sicher. Oh. Zumindest für ein paar Minuten. Ist da noch einer? Naja, geht so. Dass er noch nicht explodiert ist.
Genauso. Ich komme hier raus. Mensch, der Typ wohnt echt abgelegen, muss man ja auch mal sagen. Der Typ wohnt echt abgelegen. Hallo. Dein Schein verrät dich. Dein Schein verrät dein Sein. Ich wette, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Okay, da ist ein Sturmvogel. Ein Gegner, gegen den ich noch nie gekämpft habe. Bei dem ich wirklich nicht so ganz weiß, wie der genau funktioniert. Oder habe ich... Warte, ich glaube, ich habe den schon, oder? Hier. Sturmvogel. Harte Außenhülle. So, Lorbeerhälterfeuer, Abriss. Macht Sinn. Der Antrieb. Die Zerstörung detektiert den Abtauchen. Nahangriff. Okay. Der ist ja scheiße, ey. Schockfernangriffe. Oh, das Vieh ist eklig. Glaube ich einfach mal. Sieht nach keinem so geilen Vieh aus. Ach Mensch, oder kriegt man das Kristallgeflechte? Also Blitzgewehr. Dann, wie soll ich da an diese Lore rankommen? Ich hol mir noch Frostbeulen. Wie hat das denn bitte das Teil nicht abgemacht? Ey, ich weiß noch nicht, wo wir sind. Ich verstehe das nicht. Schwäche ist es und ich mache das die ganze Zeit und es passiert gar nichts. So. Doch, der hatte schon irgendwie eine ganz gute Idee, gerade wo ich bin.
Okay. So. Ja, no fucking shit, Alter. Müssen die alle ab? Uff. Wo zur Hölle bin ich? Hier zu sein ist schlecht, glaube ich. Geh doch ab, Alter. Warum geht denn das nicht ab? Arg. You gotta be fucking kidding me, Alter. Auf der anderen Seite, wenn er nicht weiß, wo ich bin, ist auch nicht so schlecht, oder? Ich glaube, ich kann mich, um die Lohbehälter sich zu kümmern, ist eine bessere Idee, oder? Ich habe das Gefühl, das fliegt nicht ab hier, das wird nichts. Ich kann ihm mehr. Kann man mehr Schaden machen, wenn man ihn sich einfach darauf konzentriert, dass man diese scheiß Behälter abschmeißen musste. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt, leider. Huch! Ah! Einer weniger. Der Gegner hat mich im Visier. Ich verpiss mich wieder. Also, die Lohnbehälter, ich glaube, das ist das Einzige, wie man das für jetzt, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll, um ehrlich zu sein. Ey, ich glaube, das Ding, ne, hier festbinden ist absolut unmöglich, oder? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ich habe das Gefühl, das könnte halt ein Vorteil, wenn ich das schaffe irgendwie. Ja.
Naja. Okay. Naja, das hat kurz geklappt, I guess. Also wieder runter. Gott, Alter, diese Viecher sind wirklich ein bisschen ätzend. So, zwei Lohn hat er noch, ja? Also, ich würde sagen, die zu treffen ist the way. Also, abschießen wieder hiermit. Oh, das wird nicht so gut. So, wieder hier runtergehen. Bevor irgendwas schief geht. So. Eine noch. Noch eine. Jetzt. So. Sag mal. Da oben ist ja noch eine, oder? Der eine Angriff ist ja sogar nicht mal mehr da, ne? Was ist dein Geheimnis, Alter? Was ist sein Geheimnis? Warte, ist das nicht die Eislo? Das ist die Eislohe. Oh mein Gott. Die muss man mit Eis abwerfen. Aber das schaffe ich gerade nicht. Nicht im Ansatz. Wie kann man einen so fetten Vogel so schlecht treffen, Alter? Oh, ich hab ja noch. Okay. Der weiß gerade nicht, wo wir sind, und ich glaube, das ist auch besser so. Schön leise. Ich glaube, diese anderen sagen, das macht keinen Sinn, sich darum zu kümmern. Das sind einfach zu viele. Also, da kann man nicht der Pfeile drauf ballern, bis man doof und dämlich ist. Also. Ja, lassen wir das und weißt du was? Das hat eben doch schon ganz gut geklappt. Wenn er nicht so hochfliegen würde.
Obwohl, er sieht gar nicht so aus, als würde er so fliegen. Du bleibst hier, Alter. Du bleibst hier. Komm. Danke. Nein. Lass mich. Ein Problem weniger. Jetzt sollte ich mich um den Köder kümmern. Jesus. Alle Kampfmaschinen erledigt. Hui. Gott, ich habe so einen Krampf in der Hand gerade. Jesus, wow, Alter, das war ein Aufwand. Ich muss brauch mal kurz. Interessant, wir haben anscheinend alle Kampfmaschinen gekillt. Die Frage ist echt, was sind dann die drei hier nur noch? Also, und vor allem, was sind die fünf da unten? Das ist eher die Frage. Also, das war der Sturmvogel. Alles klar. Guck mal. Hier haben wir noch eine bessere Abrissspule. Zack. Für den Scharfschutzbogen. Und vielleicht auch noch eine bessere, oder ist das? Ja, okay. Ich mag den sehr. Ist cool. Das klappt einfach. Noch ein bisschen mehr Handhabung. Oh ja. So. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch diese zwei Dinger finden. Und dann haben wir noch die verdammte Zone. Ich hab's gesagt, es passiert jetzt heute hier. Das ist so ein unglaublich schmaler Amount von Metallscherben, die irgendwo rumliegen haben. Die mir so, warum? Hier liegt noch der halbe Vogel da offen rum. Erledigt. Achso. Der lockt keine Maschine mehr an. Hoffentlich. Naja. Gut, dass dieser Vogel eigentlich tot ist. Jesus, okay. Wer dieser der Wal auch ist, er hat wohl viele Feinde. Und aus gutem Grund. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Zerfledderter Brief. Meine lieben losen Schrauben und Zahnräder. Die traurigen Gestalten habt mich nicht gefunden. Wieder einmal. Eure Versuche, mich zu erwischen, würden mich zum Lachen bringen, wenn ich nicht so voll und ganz damit beschäftigt wäre, euch bei eurem Sammeln von Informationen immer zwei Schritte voraus zu sein. Gebt einfach auf, oder noch besser, bringt euch um. Und erspart mir die Mühe, ihr wertlosen Nichtsnutze. Niemals der eure der Wahl. Wow, okay, da ist jemand pisst, aber... Aber richtig. Nun gut, dann... Lasset uns Bericht erstatten. Von den unseren Funden. Ohne Hilfe von außen wären wir verloren gewesen. Es ist eine beschissene...
für so eine Leiter? Der Typ ist echt weird. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Kein Problem. Eine außergewöhnliche Belohnungskiste bekommen. Oh. Ich meine natürlich hier. Gewöhnlich. Ich wusste, dass das nicht funktionieren wird. Warum ist das eigentlich in Seiten auf? Das verstehe ich nicht. Ich finde es auch schön, dass man davon so viel mitnehmen kann, wie man möchte. Aber das zählt erst als Rohstoffe, wenn es im Inventar ist. Das ist nicht sehr lustig. Okay. Ach so, das ist einfach eine... Ah, okay, das ist einfach eine Quest, eine Kiste mit... Mit Geld drin, oder? Mit EP. So. Jetzt haben wir Lanzenhornherz, habe ich gesehen. Jetzt können wir die Schatten-Sprengschleuder kaufen. Woo! Packen wir die irgendwo rein? Nö. Erstmal nicht. Ja, das Kristallgeflecht. Schön, dass wir das endlich mal haben. So, naja. Die können weg. Und sonst... Da gab es noch irgendwas an... Damn, das sieht cool aus, aber brauchen wir echt nicht, oder? Von den selbst im Kriegszug verstärkt, also... Das ist ja echt... Stille. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was das für ein Effekt ist, ja? Ich glaube, wenn, dann ist hier das Kampf plus 30 irgendwie besser, oder? Irgendwie ist dafür, dass ich das anhabe. Könnte ich mir tatsächlich mal eine Modifikation raufballern. Plus 16 Nahkampfschutz vielleicht. Hier Fernangriffsschutz. Ah, okay. Schockschutz. Oh, Tarnung. I like. Kann ich hier noch was an meiner Trage? Nein. So, dann haben wir das geschafft. Ich finde es immer noch interessant. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass hier eventuell noch irgendwas ist, aber scheint, als wäre das nicht der Fall. Ich hole noch die Metallblume. Und da muss ich euch was beichten. Ich habe euch angelogen. In dem Part machen wir das nicht mehr. Fuck it, dude. Mach's im nächsten Part, sonst wird er viel zu lang. Na bitte. Es schneit. Ich meine, was wollt ihr tun? For real? Wir befinden uns hier auf dem am letzten Spielrand quasi. Ich merke schon.
ist ja dieses Territorium vom, ja, von dem, guten Boy, den wir eben besiegt haben. Okay, ich bin gleich weg. Versprochen, okay. Ja, das ist tatsächlich genau der Dude von eben. Ich verstecke mich einfach immer, wenn der hier vorbeikommt. Weil wenn es eine Sache gibt, die ich jetzt nicht nochmal machen möchte, ist diesen Typ ein bisschen... So, hier wird er mich nicht sehen. Huch. Was ist hier? Da ist sie. Okay. Ah, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Na, wir wissen ja, wie das läuft. So. Und jetzt können wir uns ganz entspannt wegteleportieren. Hui. Und zwar hierhin. Und keiner kann uns aufhalten. Das Leben ist ein schönes Leben, ist schön. Schönes Leben. So. Tja, alles gut. Hier ist nichts Schlimmes. Ich sehe hier nichts, wo man jetzt Angst vor haben müsste. So. Beim nächsten Mal verdorbene Zone. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich. Verdorbene Zonen sind toll. Einfach das tun, was man die ganze Zeit tut und man kriegt dafür noch extra EP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man sagt sowas, ne? Bis dann. Ciao, mit dir.